Apotheker! Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Das läuft hier wie am Schnürchen. Peter steht startbereit in der Werkstatt, Punkt 9 Uhr. Und wer steht neben Peter? Der schönste Mann aus dem Norden, der Herr Kassens. Hi, moin. Ja, hi, moin. Das ist hier mein WhatsApp-Lehrgang in Platt. Ja, du hast ein bisschen vernachlässigt, ne? Ich habe ein bisschen... Ja. Wie würde ich das sagen? Du musst noch üben. Ja, ich bin auch sehr früh heute. So, was werden wir machen in diesem Video? Und zwar haben wir nochmal deutlich nachgelegt in Sachen Fahrwerkstechnik bei dem Auto. Okay. Wir hatten erst ein bisschen die Probleme, da hatten wir auch geschrieben, weil du wolltest ja, glaube ich, ein paar Dämpfer haben von uns, dass wir aufgrund des Radausschnittes, der ja jetzt deutlich höher ist, unseren Golf 2 nicht tief genug bekommen haben. Ja, ja. Ja, weil keiner baut ja ein Luftfahrwerk, um den Golf 2 so tief zu bekommen. Und vor allen Dingen hast du dann nicht im Gegenzug eine 19-Zoll-Felge mit 3,25. Und das machte die ganze Problematik so ein bisschen schwierig. Und vorne fahren wir jetzt halt die 17-Zoll, okay. Hinten 19. Da war die erste Idee, die wir hatten, Armando. Die allererste Idee war jetzt dann doch die Idee, die es dann doch geworden ist. Ah, okay, hast du. Wir demonstrieren jetzt erst einmal. Du Gerne. Wirst verwundert sein, wie tief ein Golf 2 doch gehen kann. Bin gespannt. Weil du hast ja jetzt sehr große Räder. Ja. Hebst das Auto ja wieder an. Ja. Pass auf. Da ja die Lufttechnik noch nicht drin ist, ja. Ja, müssen wir es jetzt so machen. Schön manuell. Manuell. Also vorne im 17 Zoll wird dich jetzt nicht so krass. Ja, vielleicht schon, weil halt der Außen höher ist. Ne? Das ist vorne. Das ist schon gut, finde ich auch. Und hinten finde ich es auch viel, viel krasser, was auch was hinten passiert. Weil es optisch halt so reinhaut. Und was sagen Sie? Perfekt. Die Kinder aus dem Ruhrpott können das auch. Ja. Das ist gut, ne? Ja. Weil für die Raddimension, für die Radgröße und vor allem für die Dämpfertechnik, weil mit einem normalen Luftfahrwerksdämpfer würdest du ungefähr mit dem hier, du würdest so ein Stück in den Kotflügel reinkommen. Ja? Mhm. Und jetzt sind die Dämpfer vorne hinten umgebaut und zwar genau andersrum. Der hinten ist verlängert und der vorne ist verkürzt. Weil wir ja hinten eine Vorderachse vom Golf 3 fahren, deswegen brauchen wir hinten rein theoretisch einen sehr langen Dämpfer. Ja, weil unser Dom ist ja, guck mal, wie kann man es am besten erkennen, der Dom ist jetzt einmal hier. Ganzes Stück höher. Genau, ganzes Stück höher. Und der vordere Dom ist hier. Ja. Peter guckt so, Peter weiß gar nicht, was ihm geschieht heute Morgen. Mhm. Ne? Doch. Ja, bist du schon fit? Ich bin fit. Ja, komm mal. Hier, halt die drauf. Und dann halt die da drauf. Früh ist es. Auf jeden Fall. Und das war halt so ein bisschen das ganze Thema. Aber so ist doch gut. Ja, so steht der Vega. Top. So, und jetzt würde ich sagen, packen wir die Klamotten aus. Weil ich muss wirklich, wirklich zugeben, es ist eine Sache, wo wir nicht ganz so firm sind und wo wir nicht ganz so zu Hause sind, ist das Thema Luftfahrwerk. Und da bist du, ich glaube, fast jedes Fahrwerk hast du eingebaut. Oder wir haben es selbst eingebaut. So ziemlich, ja. Aber noch kein anderer. Und, immer eine gesunde Mischung. Eine gesunde Mischung. Eine gesunde Mischung. Immer so ein bisschen. Ich rede mehr platt als du. Ja, du kannst es auch schon besser. Wenn ich warm bin. Ja, ich muss auch was warm werden. Ich schnack das ja auch nicht so. Nein? Na, nicht warum so. Nicht? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist so lustig. Ja. Wenn er normal in seinem Groove ist und da kommt so eine Sprachnachricht aus dem Nichts, ne, dann ist das schon krass lustig, weil alle Menschen reden Deutsch, nur einer nicht. Vielleicht werden wir es heute noch erleben. Wer weiß. Überraschung. Okay, Tanksystem. Wo sollen wir das hinbauen? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade schon mal einen Blick riskiert. Hast du schon mal eine ungefähre Vorstellung, wo das hinhaben möchtest? Ich denke wahrscheinlich vorne. Vorne rein. Ich denke wahrscheinlich vorne rein. Hier wäre ein Platz. Also wir könnten zum Beispiel, man könnte zum Beispiel noch einen Stuhl reinbauen und dann noch hier. Oder man könnte auch den Stuhl hier hinbauen und dann da. Ja, ich denke vorne rein. Genau. Und sonst wäre auch gar kein Platz oder hättest du noch irgendeine Alternative? Ja, also hier wäre noch ein guter Platz. Hätte ich auch was vermutet. Okay. Ja, weil hier ist sehr, sehr viel Spielraum. Auf der einen Seite ist es showmäßig, wäre das schon cool hinten, wenn man es dann auch sehen würde. Du kannst aber halt nur so weit die Decke, die Klappe aufmachen hinten. Ich kann dir gleich mal meine Idee erzählen. Ja, auf jeden Fall. Weil ursprünglich war die Idee, dass die auf den Käfig sollen. Ja, das war ursprünglich die Idee. Die Idee hätte ich auch. Also, ja? Auch gut, ja? Guck mal. Ja. Thermisch? Simpeng, ne? Simpeng. Kriegst du ein Überdruckventil, falls da zu warm wäre. Sieht ganz geil aus eigentlich, ne? Und dann wären wir vorne noch frei. Müssen wir überlegen, Kompressor, Steuerung.
Kompressor vorne und Tank hinten. Problem? Verlust, ne? Weiter Weg noch. Mhm. Oh, hier ist auch noch könnte Platz. Hier schon gut dran sein. Hier ist ja auch noch Platz für den Kompressor, wenn er hier so ja, in stimmt. Die Ecke kommt. Tank, Steuerung. Ein bisschen mehr Gewicht auf der Vorderachse. Ja, aber was denkst du, was wiegt ein ganzes Airrides-Kit so? 20? Ja, 25, 20, 25, mehr nicht. Bringt uns auch nichts. Weil dann hätten wir immer noch für ein paar Ideen immer noch den vorderen Raum komplett unberührt. Und ist ein bisschen integriert, weil das passt ja gut zum zur Technik, ne? Zur Technik, ja. So, komm, wir halten das mal vorne rein, gucken, wie das aussieht. Die kann man stellen, wenn man will, ne? Die kannst du stellen. Also, man könnte auch zwei kleine, wie so ein Bombenpaket, so bupp, bupp. Die kannst du stellen, wie du willst. Ist ja eigentlich so, dass der zum Wasser ablassen unten sein soll. Mhm. Im alltäglichen Gebrauch. Du meinst den hier? Ja. Aber das ist ja so. Der hier ist alltäglicher Gebrauch. Deswegen ja. Deswegen sollte der bestimmt unten sein. Ja, das ist eigentlich, ne, Peter, das ist eigentlich dein Dienstwagen. Sollte doch werden, oder nicht? Richtig. Haben wir ja drüber gesprochen. Mit der einkalkulierten täglichen 5 Stunden TÜV-Kontrolle. Ja. Das war eigentlich. Also ich komme dann immer 16 Uhr in die Firma so. So um die 16 Uhr kommst du dann an, ja. Ja. Das nächste Morgen ist wieder zu Hause, weil das ist ja das gleiche auch. Auf dem Rückweg ist. Ja. Stimmt. Also das ist richtig. War ja okay für dich, hast ja. Ja, war ja eingeplant. Ja, so. Okay. Ja, komm, wir holen einmal die beiden kleinen Tanks rein und dann halten die auch nochmal rein. Hol das mal. Das ist echt. Echt. Das Problem bei ihm ist, es ist auch einer von denen, der nicht so locker wird, wenn die Kamera an ist. Aber ich habe mit dem Mann schon sehr viel gesagt. Das ist echt ein sehr, sehr guter Typ. Und was ich wirklich sagen muss, einer der wenigen in dieser ganzen Szene, auf den sehr Verlass ist. Ja. Wir haben ja 9 Uhr gesagt und der Typ steht 9 Uhr hier. Der war 8:59 hier. 8:59 hier. Und viele andere in der Tuning-Branche, denen sagst du, passt das mit dem Objektiv? Ich habe das Gefühl, ich stehe hier drin in dem Objektiv. Das passt wunderbar. Krass, Alter, so ich nah. Ich wollte dir ein bisschen näher kommen. Okay. Und du sagst, machst Vereinbarungen und die wenigsten sind pünktlich. Oder, Amando? Die wenigsten, die, mit denen wir so Termine haben, kommen wirklich pünktlich. Ja, aber er ist schon, jetzt kommt er wieder. Das will er nicht hören. Mag ich schon gerne. So, hast 2 Tanks oder was? Ja, guck. Das sind noch ein paar kleine. Ich habe gedacht. Aber vom Volumen her, wie berechnet man das? Gibt es da irgendeine Logik? Die haben 3 Gallonen. Nein, die haben 11, 12 Liter. Und gibt es da irgendeine Formel, die du benutzt, weil du weißt, Balk ist so groß, dass das irgendwie Sinn macht? Weil es gibt ja eine Sache, die ja manche als Fehler machen, zum Beispiel 2 Tanks. Ja, ein Kompressor. Ein Kompressor ist ja voll bescheuert. Völliger Käse. Das ist ganz oft dieser Mythos auch, weißt du? Du einen großen Kompressor, einen großen Tank oder ich brauche viel Luft, 2 Tanks ist Quatsch. Die Steuerung, die schaltet bei, ich glaube, 8,5 Bar wieder an. Und wenn du da 2 große Tanks hast und die bei 10,5 voll ist, die 2 Bar, kannst du mit einem großen Tank 2 Kompressoren und Gibi. Finde ich gut. Ja, ne? Dann ist top. Und dann voll reinhauen, das heißt, oder wenn halt du wieder unter den Schwellwert kommst, ja, hauen die beiden Kompressoren und bist wieder da. Richtig, ja. Mhm. Und was ist mit 4 Kompressoren? Nur technisch gesehen jetzt. Technisch gesehen kannst du auch machen, ne? Und es wird ja dann noch schneller sein. Oder ja, haben die einen Gegendruck, dass sie sagen, die Kompressoren kommen nicht gegen den Gegendruck im Tank an? Mhm. Der macht den so schnell voll dann. Das bewegt sich ja immer nur in diesen, sagen wir, 2-3 Bar Bereichen. Und könnte man den tiefer gehen lassen? Weil dann pumpt er wieder länger. Ja, dann pumpt er länger. Viele wollen ja nicht lange pumpen lassen. Genau, das stört. Ist ja so. Das stört ja so. Ist ja so. Und deswegen machen die einen großen, noch einen großen, damit das kurz 30 Sekunden wieder voll ist am besten. 30 Sekunden finde ich schon lang. Ja, ja. So, ich meine, das ist von 0 auf. Ach so, ja, ja, ja. Ja. Als Beispiel. Bloß. Okay. So. Gut, das ist klar. Aber es gibt auch noch kleiner, oder? Nee, die sind optisch nur kleiner. Die haben, wie soll ich, diese sind jetzt mit Tankbändern so, ein bisschen schöner zu befestigen optisch, finde ich. Die sind höchstens so, ne? Und ich hatte den hier ja nicht gedacht. Und dann so Optik-Feuerlöscher da hinten rein. Die Ideen überlässt du mir bitte in Zukunft. Entschuldigung. Nein. Kommt vergangen. Ich bin das ja so gewohnt halt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte gerne. Oder halt einen Wagen fahren. Das ist ein Typ, ne? Oder? Er bringt die Auswahl mit. Digga. Das ist geil. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Ja, genau die Farbe. Ja, das sieht schon nice aus. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Amando, guck mal. Mit schwarzem Band. Das ist geil, ne? Wenn das so steht. Diese kannst du nämlich halt jetzt zum Beispiel die Halter richtig schön 2 hier machen und dann ist er fest, ne? Dann hast du nicht so fix. Oh. Nervig wäre da, aber ich glaube, das kann sogar noch besser aussehen. Scheiße. Nee, warte mal, was ist denn hier? Die Bänder? Kannst du das mal so halten, bitte? Kommst du da dran? Hast du? Ja.
Also links, rechts einen? Nee, nee, nee. Nur einen? Auch geil. Aber du kannst ihn auf den Rohr auch legen. Auf das hier. Was am coolsten? Das ist nicht so wirklich. Nein? Das ist so lang, das wegen der Batterie oder was? Ja, das ist auch die Batterie. Ne? Oder hier drunter? Das würde auch gehen, ne? Warte. Jetzt ist der Blick zum Motor zu kaputt. Okay, hol mal wieder raus. Jetzt haben wir ein Problem. Es gibt schon viele Optionen, die wirklich ganz cool aussehen. Ja. Was sagst du? Da vorne, da beim Liegen, damit du den Raum ausführen kannst. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es leer ist. Weißt du? Ja. Das ist ja gerade der Gag. Wenn er so steht, und stehenden Tank habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ne? Weil wenn er da so steht, wie so eine Patrone, finde ich eigentlich ganz cool. Halt, wenn du auf einer Messe stehst und das Ding ist so vorne offen, sieht das irgendwie noch nicht fertig aus, ne? Ja, aber jeder wird ja wissen, das ist fertig. Genauso wie ich. Wir stellen ihn dahin, lassen den Motorraum hinten offen und machen ihn da so an die Seite, auf der Tankhöhe, dass er so steht. Genau, wir machen ja das Airlift-System rein, aber ohne mit Gute-Laune-Paket. Weil es gibt zwei Systeme. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich dachte mir, der kommt mir bestimmt morgen. Nein. Es gibt so, also 3,5 Bar ist die Fahrhöhe. Okay. Das haben wir schon mal uns drauf geeinigt. 3,5 Bar ist Fahrhöhe und es gibt halt ein System, was mit diesen Sensoren ist. Ja. Und das findet er gut. Also das ist eigentlich die beste Laune, die du dann kriegst beim Einbau. Richtig gute Laune. Der Vorteil ist bei dem Airlift-System, System Nummer, wie heißt es dann? 3P ist das jetzt. Genau, 3P ist jetzt. 3P ist jetzt ohne Sensoren und 3H ist mit Sensoren. Genau, 3H ist mit drin, Sensoren. Und bei 3H ist es so, dass diese Sensoren dem Steuersystem sagen, hey, jetzt bist du in der richtigen Fahrhöhe. Das heißt, das andere wäre, dass du wissen musst, 3,5 Bar sehe ich cool aus. Und bei dem 3H-System weiß das System, hey, so stehe ich waagerecht und so sehe ich cool aus. Und dafür musst du halt die Sensoren an alle vier Räder dran bauen oder manchmal auch nur an jede Achse. Hängt davon ab. Beim Golf 1 zum Beispiel an die Hinterachse nur ein. Richtig. Weil das macht keinen Sinn, weil es eine Starrachse ist. Und dann hast du halt die Sicherheit, dass du einmal auf den Knopf drauf drückst, das Auto macht es alleine. Das ist schon entspannt. Richtig. Es ist entspannt, das stimmt. Das kommt auch immer aufs Auto drauf an. Sag mal, in der Golf-Plattform fast keiner 3H. Nee. Fast keiner, weil die zu zweit vorne fahren. Da funktioniert die 3P ganz gut, ziemlich genau. Und halt Kombi, große Autos, immer. Das musst du 3H machen. Weil sonst ist es ja auch scheiße. Sonst ist es scheiße, ja. Sonst fährst du so, dann kannst du fast manuell quasi einbauen, weil du auch immer gucken musst, dass du oben ist. Hier würde ich 3P reicht vollkommen. Mhm. Ist ja auch ein Standardauto, ne? Das war ja der norwegische Bestellcode. Und morgens hat er ja genug Zeit, wie wir gerade schon gesagt haben. Ja, ja. Und es war ja eine normale Bestellung. Man konnte den Grau und den Rot und in Weiß bestellen in Norwegen. In norwegischen Farben, Grau war Sonderedition. Die Ausstattung? Das ist aber immer so in Norwegen, ja? Dass wenn es draußen so minus 30 Grad bist, du in den Alusitz reingehst, dass es dir richtig gut geht. So Gefrierbrand am Rücken. Sehr gut. Deswegen auch die Kühlwasserschläuche. Siehst du? Ja. Deswegen die Kühlwasserschläuche durch in den Raum. Alles durchdacht. Ja, perfekt. Dass das Knie wieder auftaut. Okay, gut. Ich würde sagen, wir packen einmal aus, schauen das Ganze an und dann wird reingebaut. Also du hast jetzt nicht mehr so mega viel Arbeit, weil Dämpfer sind drin. Ja. Die Leitung von den Dämpfern sind auch schon dran. Wir haben den auch schon lange Zeit oben stehen lassen. Also der Bereich von Dämpfer nach dahin ist dicht. Top. Oder? Der piept immer oben, das Auto. Wir haben ihn mal, glaube ich, übers Wochenende draußen so. Oder? Und oben. Und dann bleibt der schnurstracks so stehen. Perfekt. Also muss eigentlich nur der Block, der Tank, Strom. Kompressor. Und gute Laune muss sein. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein bisschen tüdeln und ein bisschen dort. So, wir packen aus gleich. Calm down, now here I go. I've been shooting up the screen like I'm sitting picking rows. They see me listed with the freshest. It's cool, they didn't know. Leave a seat outside. Man, it's guaranteed to grow. I'm about to blow. Hold on, wait a minute, now I'm strapped in. I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand. I was dealt in my advantage when the cards in my hand. Every move is a gambit. Understanding what's a king? He can't recognize his queen as his equal. What's a king? Who don't really got love for the people? What's a king? Who ain't ready to go and fight against the evil? What's a king? He don't know another king is supposed to lead you. But we would be dead from this. They ain't know we bred for this. They sending apologies. Tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war. Thought they gave me all they had. We're telling them sin some more. You got something you'll live for. Means more when it's something you'll die for. Was geht ab? So, ich hatte gerade leider einen Termin, deswegen war ich ein ganzes Teil jetzt nicht dabei. Deswegen ist das Video auch ein bisschen kürzer geworden. So, drin. Ja, ging viel schneller als gedacht.
Hat der Flotte gemacht, der Kaffee? Weil, guck mal, wir haben jetzt 14.20 Uhr und du warst um 1 Uhr irgendwas fertig. Ja, 13 Uhr. 13 Uhr? Scheiße. So, also Tank steht da, was, wie ich finde, doch eine sehr gute Entscheidung war, weil es sieht echt sehr... futuristisch. Ja, sieht echt futuristisch aus, weil ein Tank selten so steht. Pumpe daneben, dann hier schön in Alu gebogen. Das müssen jetzt 300 Byte sein, ne? Glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe nur ein bisschen mehr drauf gemacht zum Testen, ob alles dicht ist. Okay, ja komm, wir machen mal an. Machen wir mal an. Wir müssen auch noch einmal eine Grundeinstellung machen, das ganze System kalibrieren. Dass er weiß, wo Null ist? Ja, genau. Er ist jetzt aber jetzt hat er eigentlich nur Bar an. Ja, aber er ist jetzt, der Block muss einmal der Bewegungssensor sein. Wir müssen einmal angewehren aufs Auto, dass er weiß, dass er jetzt hängt. Dann machen wir eine Grundeinstellung, dann pumpt er das automatisch alles an. Dann speichert er es. Und sowas kannst du? Ja, sowas kann ich. Scheiße. Sieht ganz richtig aus. Und eigentlich musst du aussteigen, weil er einmal ohne Gewicht die Drücke hat. Dann komme ich raus. Damit wir das eben einmal richtig machen und dann ist das nämlich. Dann kannst du anfangen zu spielen. Dann kann man anfangen zu spielen. Ich bin zu fett. Wieder von vorne, ne? Jetzt fangen wir vorne an. System not calibrated. Use this wizard to calibrate your system. Also Start. Ja, mach Start. Also da auf dem mittleren, genau. So, Step 1. Is vehicle on level surface? No. Yes. Ist noch nicht, ne? Ja. Mach mal Yes. Ist richtig, wenn du Yes machst? Vertrauen. Sicher? Wie? Aber ist er ja gar nicht. On Surface ist ja Grund. Der macht das gleich automatisch. Mach mal auf Ja. Okay. Dann Räder sind gerade. Yes. Gehe ich dann aus, wenn er jetzt auf 0 bar geht, dass nichts mehr im Weg ist. Halt mal fest. Ja. Yes. Ja. Steuerblock ist montiert. Ja. Yes. Ein Kompressor oder zwei. Wir haben einen. Ein. Automatisch, also den Druck. Ja. Höhensensor haben wir nicht. Nein. Und jetzt können wir... Jetzt los. Das macht er jetzt alles selbst? Das macht er alles selbst. Jetzt macht er diese Schritte einmal durch. Ja. Und der ganze letzte muss da successful stehen und dann bist du jetzt gezündet. Okay. Jetzt weiß er gleich, wie viel kommt er ganz hoch und weiß er, wie viel Druck er braucht quasi. Und dann lässt er wieder runter. Hinten genau das gleiche. Habe ich nicht gewusst, dass er so klug ist. Und bei, wenn du auf 3H hast, dann hast du nochmal Schritte dazwischen. Glaube ich. Und dann macht er erst das mit Druck und dann macht er das gleiche nochmal über die Sensoren. Über die Sensoren. Und dann da kann das ja nicht funktionieren. Dann reicht er quasi den Druck ab pro Rad mit Sensorwert und weiß, in dieser Sensorposition muss ich 3,1 bar haben. Geil. Das wusste er, das ist ja echt klug. Das ist cool. Das haben andere Systeme auch? Weiß ich nicht. Wir machen ja überwiegend Ehrlicht. Wie viel Prozent ist Ehrlicht? 99. Okay. Also ich mach 99 Steuerung Ehrlicht. Weil beste Bruder. Ja, ist so. Also, es gibt nur andere Hersteller bestimmt, aber warum tauschen, wenn es gut ist? Never change a running system. Das ist Bescheid. Okay, jetzt kommt danach. Jetzt kommt danach, weil er erstmal wieder Luft braucht, um alles voll zu machen. Aber warum entwickeln sich die ganzen Kompressoren nicht so doll weiter? Ich weiß es nicht. Weil das ist derselbe Kompressor seit eh und je. Seit Jahrzehnten gefühlt. Genau, weil stell dir mal vor, man will einen Kompressor bauen, der noch mehr Bums hat. Das wäre doch toll. Aber stell dir mal vor, der Tank wäre voll in 3 Sekunden. Ein Traum. Stell dir mal vor. Successful. So, Exit, ne? Jo. So, und jetzt kannst du deine Höhen auch einstellen, deine Truppe, die du haben willst. Okay, warte mal. Quasi auf den einzelnen Tasten. Hier hast du... Ja, genau. Ich mache jetzt hier einmal... Mach mal auf deine Halb, die du haben wolltest. Jetzt aber empfinde ich ja als andere, ne? Ja, ich meine, das geht auch nochmal, wenn ich einmal zeigen darf. Weil bei den anderen Autos ist das ein bisschen feiner. So, kannst du jetzt, hast du es quasi eingefroren. So, hinten hast du auch 3,5, ja, ne? Ja. 3,5 und dann hältst du jetzt gedrückt. Jetzt steht oben links gleich Save und jetzt haben wir schon die Höhe gespeichert, die 3,5. Siehst du hinterlegt? Das ist jetzt deine gespeicherte Höhe. Und das ist jetzt auf dem Knopf dann? Auf dieser mittlere. Auf Airlift? Ja, auf der Airlift, genau. Jetzt blinkt er, jetzt ist er noch nicht da, wo er hin muss. Wenn er da, wo er hin muss, ist, dann hört er auf zu blinken. Okay, warte mal, zumachen. Ja, ich fahr den mal so raus.
jetzt schon ganz anders aus, ne? Das sieht ziemlich geil aus. Das ist noch nicht der endgültige Porn. Okay. Wir können noch mal einen Porn draufsetzen. Ja. Das ist noch so ein bisschen Porn. Danke, danke. So, jetzt gibt's hier noch mal ein bisschen Porn. Ein bisschen Deckel vorne drauf machen. Und das sieht langsam schon so ein bisschen sexy aus.